Hallo, ich möchte alle sehr herzlich begrüßen, alle, die zu unserem Konzert am 2. Juni im Konzerthaus Wien kommen werden. Ganz bestimmt werden Sie sehr besonderes Programm erleben. Das Hauptwerk in unserem Programm ist Kaddisch Requiem von Jevhen Stankovic. Und das ist ein historisch gesehen bedeutendes Stück. Das war zum ersten Mal in der Geschichte 1991, erst nach dem Zerfall der Sowjetunion und Erklärung der Unabhängigkeit der Ukraine, dass diese Tragödie, die in Babenjar in 1941 passiert war, war offiziell erlaubt, staatlich zu gedenken. Stellen Sie sich vor, im September 1941, irgendwann in ganzer Stadt Kiew, waren die Ankündigungen überall aufgehängt in drei verschiedenen Sprachen, auf Ukrainisch, Russisch und auf Deutsch, dass alle Juden samt alte Leute, Frauen und Kinder bitte sollen alle ihre Dokumente mitnehmen, wertvolle Sachen, warme Kleidung, Unterwäsche, alles was ihnen wichtig war, und die sollen sich zu bestimmter Adresse alle versammeln. Es wurde auch gewarnt, wer da nicht erscheint und zum späteren Zeitpunkt irgendwo in der Stadt gesehen wird, wird sofort erschossen. Viele Tausende jüdische Familien waren dort eingetroffen und dort wurden sie alle erschossen. Es waren Mitmenschen, Nachbarn, Lehrer aus der Schule, ein Bäcker aus dem Nachbarncafé oder vielleicht ein bekannter Friseur. Viele haben ihre Freunde verloren. Aber für fast ein halbes Jahrhundert, man durfte darüber fast gar nicht sprechen. Wie wir wissen, im sowjetischen Regime war auch ein Antisemitismus üblich. An der Stelle der Tragödie hat man später einen Park angerichtet, sogar eine Tanzfläche. Und viele, viele Jahre wurde darüber geschwiegen. Die einzelnen Initiativen, wie zum Beispiel von Schostakowitsch die Symphonie Babi Yar, zu Texten von Jevtuschenko, waren eher eine Ausnahme. Und später in unabhängiger Ukraine, Jevhen Stankovic wurde beauftragt, dieses Stück zu komponieren. Zum ersten Mal haben alle die tausende Opfer ihre Stimme wieder bekommen. In diesem Stück wollte der Komponist zwei Genres vereinen, das Kaddisch und auch das Requiem. Eine von beeindruckendsten Stellen ist, dass dies ihre, wo der Sud und der Gericht kommt, wo der ganze Chor skandiert, wann endlich unsere Henker werden vor Gericht stehen und wann endlich werden sie diesen Massaker beantworten sollen. Aber es gibt auch Chorale, fast in der Tradition von ukrainischer Kirchenliturgie. Am Schluss findet keine Erlösung statt, eher ein gemeinsames Gebet, dass alle die Seelen, die so viel gelitten haben, sollen in ewigen Schlaf ihre Ruhe finden. Ich freue mich sehr besonders, dass wir in Wien mit 150 Musikern aus Ukraine zusammentreffen. Gerade jetzt hat mich fröhliche Nachricht erreicht, dass nationale Chorkapelle Dunga ist schon auf dem Weg an Wien. Wie Sie wissen, es ist gar nicht so leicht, über die Grenze überhaupt zu passieren.
Es ist der beste Chor der Ukraine und es ist auch einer der besten in Westeuropa. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit dem vieljährigen Chorleiter Jewgen Savchuk. Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з Віднем. Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з нашим симфонічним оркестром, а також з нашою землячкою, знаменитою Оксаною Линів. Ми будемо показувати великий твір Євгена Федоровича Станковича на вірші Дмитра Павличка «Бабин Яр». Я думаю, що у зв'язку з теперішніми подіями, які є на території нашої держави, це буде особливо важливо. І я підкреслюю, що ми будемо старатися, ми будемо намагатися якомога краще виступити. Дякую всім наперед і до зустрічі. Das Stück haben wir schon zusammen in 2016 aufgeführt in der Nationale Oper Kiew unter Mitwirkung von Orchester Hamburger Symphoniker und dem internationalen Solistencast. Damals der 75. Gedenkfeier zu Babin Yar war organisiert und initiiert von Ukrainian Jewish Encounter. Der Komponist Jewgen Stankovic ist jetzt schon 81 Jahre alt. Leider seine Gesundheit ist nicht sehr stark. Er befindet jetzt sich in Kiew und schickt uns allen die beste Grüße für dieses Konzert. Я вдячний організаторам фестивалю. Я вдячний видатній диригенції Оксані Линів. Вдячний своїм колегам, музикантам симфонічного оркестру. А також вдячний нашому хору київському, українському «Думка», який, керівник якого Євген Савчук, видатний музикант, який буде виконувати кадиш реквієм «Бабин Яр» на вірші Павличка. Der Komponist sagte, er fühlte sich sehr, sehr betroffen, zum ersten Mal über diese Tragödie öffentlich sprechen zu dürfen. Er will noch einmal betonen, dass der Völkermord ist nicht nur eine Tragödie für ein bestimmtes Land, sondern für unsere gesamte Menschheit. Die gemeinsame Reflexion über die dunklen Seiten unserer Geschichte hilft uns allen gemeinsam, unsere Traumas zu verarbeiten, unsere Schmerzen zu lindern und vielleicht auch eine Hoffnung für unsere Zukunft zu finden. Und ich möchte mich noch einmal bei den Wiener Festwochen für diese Einladung, für diese besondere Initiative und das Projekt bedanken.